Was geht, Leute? Herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus der Sprint to Glory mit Borussia Dortmund. Heute geht es weiter. Lasst mir mal gerne ein Like da, Leute. Wir haben den ersten Transfer in den Start gebracht. Ihr seht es, Jesse Boer, Holländer, 89er Rating, 20 Jahre alt von Union Berlin. Das erklärt jetzt, warum vielleicht Union immer gar nicht so verkehrt war. Haben eigentlich immer ganz gut gegen uns ausgesehen hier. 160 Millionen haben wir auf den Tisch gelegt. Let's go. Lasst mir mal gerne ein Like da, Leute. Macht die 1 Million Likes voll, falls ihr nicht abonniert habt. Kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ich will es dorfen, Leute. Ihr wisst es, ich würde mich sehr freuen. Bleibt bis zum Schluss dran, Leute. Wichtig, ja, für die Watchtime werden die Videos besser angezeigt und so weiter und so fort. Also schaut gerne bis zum Ende, wenn es euch gefällt. Ich würde mich sehr freuen. Und sehr, sehr wichtig, wie immer, Kommentar da lassen, ja. Für den Algorithmus, damit die Videos besser angezeigt werden und so weiter und so fort. Unterstütze mich sehr mit, schreibt wie immer gerne eure Wünsche rein. Oh, shit, Digga. Kein Interesse an ihrem Verein, ja. Danke dafür, Alter. Ja, korrekt. Müssen wir gleich nochmal versuchen. Den werden wir schon kriegen, den Kollegen. Wie immer, schreibt gerne rein, ja, welche Mannschaft ihr euch noch wünscht hier in der Sprint to Glory. Ja, ihr seht es ja langsam, die Karriere neigt sich langsam dem Ende hier zu mit Dortmund. Und danach geht es natürlich direkt mit der nächsten Sprint to Glory weiter. Hier, guck mal, da kann ich einfach akzeptieren, warum geht es nicht immer so? Ich hasse es auch immer, diese Angebote selber machen zu müssen. Hier haben wir den nächsten Spieler von Barcelona. Ich habe euch jetzt gerade gar nicht gezeigt, für wie viel wir die geholt haben. Der eine, glaube ich, 130 Millionen. Und den hier haben wir, glaube ich, für 70 Millionen. Plus allerdings Tausch mit Havertz. Genau, Havertz haben wir im Tausch gegeben. Ist jetzt, ich sag mal so, Havertz ist am Ende, am Maximum quasi, ist auf 92. Der ist auch schon wieder runtergegangen, von daher. Da geht nicht mehr viel. So, wir simulieren mal ganz kurz eine Woche, weil da müssten wir diesen De Boer eigentlich, da müssten wir wieder verhandeln können. So, okay, wir haben beide Spiele im Testspiel gewonnen. Das ist schon mal sehr, sehr gut, denn ihr wisst es ja, Leute, wir haben in der letzten, ach, keine Ahnung, jetzt muss ich noch länger simulieren. Wir haben in der letzten Saison 5 Titel geholt. Ein bisschen bitter. Wir hätten alle 6 holen können. Wir haben allerdings das Vorbereitungsturnier verloren. Diesmal sieht es aber ganz gut aus. Yep, wir gewinnen schon mal das Vorbereitungsturnier. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das heißt, der erste Titel der Saison ist schon mal eingefahren. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie möglichst die ganzen anderen Titel noch gewinnen. Dann könnten wir eventuell die 6 Titel einfahren dieses Jahr. Ne? Müssen wir mal abwarten. So, wir hatten 160. Komm, wir gehen mal nochmal hier. Ach du Scheiße, aber doch, wir haben noch genug Geld. Wir machen nochmal 160. Yep, das ist ein faires Angebot. Okay, diesmal geben wir ein bisschen mehr Gehalt. Von mir aus. Kann der auch einfach gerne sagen, was er haben will? Dann ist das Ding durch. Ich verstehe das nicht immer. Dieses Jahr macht ihr mal ein Angebot. Digga, komplett ehrenlos. Mach doch einfach, sag doch einfach, was du haben willst und fertig ist die ganze Geschichte. Guck mal, er sagt wieder nichts. Meine Güte, Alter, komm, 200.000, Alter. Zack, zack, zack. Ja, ich würde schon sagen, wenn ihr jetzt ablehnt, dann weiß ich auch nicht, was mit dir los ist. So, den werden wir mal reinpacken. Ich muss sagen, wir hatten zu Beginn der Karriere relativ viele gute, ich weiß nicht, was mit dem los ist, hier, wann der Kollege fit ist. Relativ viele, viele gute junge Talente. Mittlerweile muss ich sagen, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht erstmal, wen wir raustun sollen. Das ist die erste Sache. Machen wir es mal so. Und zweitens kommen irgendwie in letzter Zeit nicht mehr so viele gute junge Talente dazu. Das muss man ehrlich mal so sagen, wie es ist. So gehen wir erstmal in die kommende Saison. Ich blicke hier auch langsam nicht mehr durch bei unseren ganzen Jugendspielern, ehrlich gesagt. Weil die alle ein gleiches Bild haben und alle gleich aussehen gefühlt. Naja, egal. Ab geht's. Supercup steht an. Als nächstes gegen, was war das? Leipzig stand da gerade eben schon. Und Supercup Champions League, beziehungsweise internationaler Supercup, steht dann auch an. Ich weiß allerdings nicht gegen wen. Erstmal gegen, oh, Leverkusen hat Euroleague gewonnen. Okay, müssen wir eigentlich beide Spiele gewinnen, oder? Ja, 2-0, let's go. Dritten Titel auch noch einfahren. Boah, knapp 1-0, okay. Let's go. Also 3 Titel sind eingefahren, Leute. Es könnt, wir haben jetzt zweimal in Folge, 2 Jahre in Folge 5 Titel geholt. Ja, es hat immer ein Titel gefehlt. Das heißt, dieses Jahr könnte, eventuell, könnte, muss nicht, könnte, das erste Mal das Sextuple geholt werden. Hier alle Titel, Mann, wie Hansi Flick zu seinem Bestzeiten mit dem FC Bayern. Villarreal 0 zu 0 erst Champions League spielen. Na gut, schade, kannst nichts machen. Egal, Derby gegen Schalke. 1-1, wer ist das hier in der Champions League? Ich habe keine Ahnung. Manchmal sind ganz kuriose Mannschaften in der Gruppenphase dabei. Rom haben wir noch 1-0 gegen Wolfsburg gewonnen. 2-1 Rom, die stärkste Mannschaft, würde ich mal einschätzen. Ja, so sieht es aus. 2-1 gegen uns gewonnen. Läuft. Pokal gegen Bielefeld. Wir spielen oft gegen Bielefeld im Pokal. Zweimal jetzt sogar gegen Bielefeld innerhalb von ein paar Tagen. 2-2 Rückspiel gegen Rom. Naja, Pokal auswärts gegen Freiburg.
Wieder ein Unentschieden gegen Mainz. Pokalergebnis sehen wir leider auch nicht, weil ach, schon wieder der 3 ohne 4 Unentschieden. Was ist hier los, Mann? Aber wichtig, wieder zu gewinnen. Pokalergebnis sehen wir jetzt leider nicht. Erst im Januar oder Februar, wenn die nächste Pokalrunde ist, sehen wir, ob wir noch dabei sind. Ey, schon wieder Unentschieden. Ey, in dieser Saison schon 6 oder 7 Unentschieden gemacht. Ganz kurios. Werder Bremen, danach Bayern. Oh, letztes Spiel vor der Winterpause nochmal hier. Der deutsche El Clasico gegen den FC Bayern. 4 zu 2. Läuft. Kann man machen, würde ich sagen, ne? Kann man mal machen, würde ich sagen. Wir sind erst im Jahr 2033. Irgendwie ziehen sich die letzten Jahre hier relativ lang. Ich weiß nicht warum, ne? Ganz kurios. Aber irgendwie dauert es relativ lang. Also wir sind jetzt im Jahr 34. Das heißt, wir haben jetzt noch zwei. Also nach dieser Folge noch zwei Folgen. Dann ist die Karriere vorbei. Ich muss sagen, irgendwie. Die letzten ein, zwei Jahre haben mir nicht mehr so gut gefallen, weil sich Jugendspieler irgendwie nicht so wirklich verbessern. Irgendwie sind alle auf dem Limit, habe ich das Gefühl. Ja, da ist keiner wirklich dabei, wo ich sage, oh, der könnte auf annähernd 9-9. Oder wir spielen einfach Europa League. Was ist denn das? 3-3 gegen Schalke. Wir spielen einfach Euro League. WTF, wir haben die Gruppenphase nicht überstanden. Also, das haben wir, glaube ich, das haben wir noch nie. Also, da bin ich gerade sprachlos. RCD Mallorca steht an, 3 zu 0. Okay. Dann könnten wir jetzt wenigstens das Sextupel holen, indem wir alle sechs Titel gewinnen. Aber es ist natürlich ein bisschen armselig, wenn man ein Titel davon die Euro, wenn ein Titel davon die Euro League ist, anstatt die Champions League. Club Brügge im Halbfinale mittlerweile. Eigentlich müsste die Euro League ja easy gewinnen. Alter, wir hatten so eine schwache Gruppe. Turin, ah, jetzt kommt das Halbfinale. Pokal 0-2. Wir hatten so eine schwache Champions League Gruppe. Nur Rom war eigentlich gut. Das ist schon ein bisschen traurig, Mann. Na gut, wir stehen im Finale gegen Fulham. Ja, okay, wenn wir jetzt das Sextupel gewinnen, dann kann man sich darauf ehrlich gesagt auch nichts einbilden. Aber naja, gut, was willst du machen? So ist es halt. Dann haben wir wenigstens nochmal die Euroleague gewonnen. Muss man mal dazu sagen, weil der Titel hat uns in unserer Sammlung hier noch gefehlt. Jetzt verlieren wir es noch. Das wäre die Krönung. Ja, 3 zu 2. Okay, wir haben, wenn wir Meister sind, müssen wir noch kurz abwarten. Na, aber ich denke schon, dann haben wir alle sechs Titel gewonnen, die man holen kann. Ja, oder sechs Titel geholt, die man halt holen kann. In sechs Wettbewerben ist man halt am Start. Einer davon ist die Euroleague gewesen. Ist jetzt nicht so geil, aber wir sind Meister geworden. Das heißt, wir haben wirklich sechs Titel geholt. Oh, das ist schon ein bisschen bitter jetzt, ne? Das schon, na gut. Aber was willst du machen? Rausfliegen. Ich war echt geschockt, wo ich da gesehen habe. Euroleague. Junge, Junge, Junge. Aber gut, was willst du machen? So ist es halt. Wir haben trotzdem sechs Titel geholt. Ist trotzdem jetzt nicht verkehrt. Ja, wir sagen jetzt mal, das war das halbe Sextupel, ja. Da kommen wir an Hansi Flick, kommen wir immer noch nicht ran. Muss man ganz ehrlich sagen, Hansi Flick, immer noch ein besserer Manager als wir hier. Da muss man mal ganz klar so sagen, wie es ist. Ja, weil der hat die Champions League noch geholt in seinem Sextupel und natürlich die Club-WM, aber die Club-WM gibt es hier leider nicht in der Karriere, wisst ihr ja. Deswegen müssen wir einfach das Vorbereitungsturnier mitzählen. Was willst du machen? So ist das Leben, ne? Also, von daher können wir uns jetzt leider noch nicht auf ein Level mit Hansi Flick stellen. Noch nicht. Ja, brauchen wir noch ein paar Jahre vielleicht oder vielleicht sogar eine andere Karriere. Dann wird es ganz vielleicht möglich sein. War das hier schon wieder los? Simulation dauert schon wieder 12 Jahre. Danke dafür. Jetzt ist es vorbei. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ich hoffe mal, dass dieser Santos endlich mal hochgegangen ist. Junge, wir haben den mit 93 gekauft. Der ist jetzt auf 94, seit 5 Jahren. Ja, endlich 95. Geht doch. Meine Güte, da habe ich auch lange drauf gewartet. Grabowski auch 95. Böhr 1 hoch. Kort ist 94. Husern ist geblieben. Maxi ist 2 Punkte hoch. Der auch 2 Punkte. Hat sich gelohnt. Und Falke 1 Punkt. Das war's von der heutigen Folge. Die sehen einfach alle gleich aus hier auf der Bank, Alter. What? Ich blicke hier nicht mehr durch. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, falls ihr noch nicht abonniert habt. Kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren. Alter, Haaland immer noch 97. Schaltet gerne nächste Folge wieder ein. Lasst einen Kommentar, Leute, was euer höchster Jugendspieler aller Zeiten war. Ich hoffe, er war hoch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Macht's gut. Haut rein und.